Musikmachen.de, ich bin der Ralf und jetzt habe ich hier was ganz Besonderes. ESP RZK2, die Signature-Gitarre, die neue Signature-Gitarre von Richard Kruspe, dem Gitarristen von Rammstein. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Sieht auf den ersten Blick aus wie eine Les Paul. Ist es dann aber eigentlich nur optisch, weil die Zusammensetzung ist schon mal komplett anders. Das ist nämlich ein Erlebody in dem Fall, ein Ahornhals mit einem Palisander-Griffbrett. Und naja, dadurch kommt es halt, dass die Gitarre einen fetten Sound hat wie eine richtige Les Paul, aber wesentlich, wesentlich mehr Attack hat und schneller anspringt. Und das ist natürlich bei der Musik, die Rammstein machen, auch absolut nötig. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen diese Details hier an der Gitarre angucken, weil diese Optik, die ist natürlich irre. Wenn man das mal ein bisschen näher ranfahren kann, jetzt ist das hier wie blutig geritzt und angeflammt alles. Und das ist hier tatsächlich so erhaben und auch ganz empfindlich. Also da ist auch schon mal das ein oder andere bisschen abgeblättert eben beim Testen. Aber das sieht natürlich ganz toll aus. Und hier gibt es dann Rammsteinkreuze als Bundeinlagen. Es gibt hier oben nochmal RZK auf der Kopfplatte und das ESP-Logo in Rammsteinschrift. Also hier wurde wirklich auf Details irgendwie richtig Wert gelegt. Wir haben zwei EMG-Tonabnehmer, beides 81er-Modelle. Es gibt einen Volumenpoti, das war's dann.